Die Volkshochschulen möchten ja mit ihrem Angebot vor allem auch kulturelle Zusammenhänge fördern. Ist das auch durch kritische Filme und Medien möglich? Und war das auch ein Ziel? Ist das auch ein Ziel, das Sie mit Ihrer Arbeit anstreben? Wenn Sie meine Arbeiten sehen, von Anfang an, es ist die Arbeit am deutschen Narrativ. Wir leben ja nicht davon, alleine, dass wir Deutsche sind, von Grenzen von Leute werden, sondern wir erzählen uns unsere Geschichte über Deutschland. Das ist auch Deutschland. Und es ist immer deutlicher zu sehen, dass es Narrative gefunden werden, falsche Geschichten immer noch. Und in jedem Film, den Sie sehen, Todesspiel, die Reihe. Viele Leute waren fest davon überzeugt, dass sie von der Regierung ermordet worden sind. Und wenn man plötzlich zeigen kann, wie die Zellen gelegen waren, wie das Wild noch abgeführt hat, dass sie unter so viel Gefangene waren, dass die Zattelfähre, Schere, Kabel verwandelt, dass die sich aufhängen konnten, und wie sie die Pistolen reingeschmuggelt haben, den Hafenlautern, dann war das plötzlich plausibel. Und dann haben auch einige auf dem linken Spektrum angefangen, sich zu überlegen, wie viel Leid sie über die Leute im Flugzeug gebracht haben. Damals in der Taz zwei Abteilungen, der eine hat wieder gemacht, eine Hagiographie auf Helmut Schmidt und eine andere Miriam Lauß und vergessen, das müssen wir uns ansehen. Der Abschied von gestern war die Überschrift und das waren zwei Artikel in der Taz, die ja so ein bisschen gefangene Zeitung war, aber natürlich Sympathien hatte, wie viel weiß ich gar nicht, aber die das nicht so mochte. Und das hat über Nacht das Bild verändert, was passiert war. Engelhorn Barschel, der Fall Barschel. Erste Folge haben wir den Untersuchungsausschuss nachgestellt und man konnte sehen, es sind die Politiker selber, es war eine Sternstunde der Politik, das herauszufinden. Die Journalisten waren nur dabei, haben zugehört und mitgespielt. Es gibt jetzt eine scheußliche Verfilmung, da macht das ein Journalist und andere jagen das heraus. Und es ist völlig unterdrückt, geht verloren, dass die Politik selber es gemacht hat. Und als dann deutlich wurde, dass er uns gelungen hatte mit seinen Leuten, ist vielleicht reingezogen worden, da habe ich einmal Macht und zwei dagegen gewesen. Aber auch Thomas Mann hat mit 14 Fingern angefasst. In dieser Rolle, ich weiß gar, wie ich zu Armin sagte, der Armin Müller-Stahl in Amerika, kommen Sie mit dieser zur Rolle zurück. Man traut ihnen zu, die Buddenbrooks-Schule zu haben. Sie sind ein Künstler und das ist aufgegangen. Und ein ganz neues Verhältnis vom Lesen zum Fernsehen. Das heißt ja immer, Fernsehen verhindert das Lesen. In diesem Fall hat mir der Verlag dann zugeschrieben, 30% mehr Produkte seit dem Film andauernd verkauft. Und ganz neues junges Lesepublikum. Da kann man sehen, was man mit dem Fernsehen anrichten kann. Und das letzte vielleicht Speer. Der Nazi-Gentleman, auch ein suchendes Fernsehen mit den Kindern, die er zahlt. Das war der Trick. Und dann haben einige Professoren, vor allem einer, der mit draufgehauen, der eine Dramaturgie, Hinrichtungsdramaturgie, bevor er zeigen sie, was für ein Schwein das ist. Aber wenn man die Leute mitnimmt, bei einem suchenden Fernsehen, wo ich der Detektiv mit der Kamera bin, rein nichts vorgeschrieben. Ja, dann kommt ja auch aus der zu den ganz großen Verbrechern gehört. Das heißt ja vier Teile, der Betrug ist glaube ich der vierte Teil. Und da wäre es nicht nötig gewesen, auch ein solcher Film, nur weil ich die Professoren nicht einlade, ich recherchiere und gelesen habe. Ich frage mal keine Interviews mit Professoren, die dann irgendwo in Italien vom Schluss die Schauspieler knien lassen und dann daneben stehen und sagen, guck ich eigentlich der Film, das war bitter kalt. Das ist natürlich preiswert zu produzieren und soll vielleicht im Schulfernsehen auch sagen, ich mache was anderes. Das, die Königsklasse des Fernsehens, wenn man da mit Dokumenten arbeitet, muss man sehr genau wissen, wo lässt man sich zusammenfallen, wo entsteht Wild und was wird das Neues, was im Spiel und in der Doku so nicht beantwortet. Sie haben ja dieses Dokudrama mit etabliert. Ist das heute noch ein Format, was generationsübergreifend wirken kann? Oder braucht es jedenfalls auch neue Formen, um das darzustellen? Ich habe mir immer, und auch jetzt noch von Königstein und meinem Partner, der war ja der Freund, der erlebte, jedes Mal überlegt, wie müssen wir das Doku natürlich erstmal die Geschichte recherchieren und zeigen, so könnte es gewesen sein. Und dann andererseits dagegen zu sprechen und Fundstücke zu zeigen. Und das ist jedes Mal eine große Arbeit. Das ist nicht schnell und wenig gemacht. Es gibt nicht mehr Stellen. Der Dozent ist der Fürst. Da kann er wunderbar schlagen und schon mal die Hälfte quasi hergestellt. Wenn die Recherche gut ist, dann ist es ja weiter. Dann kann ich nicht vorhin sagen, sagen Sie mal, was Sie darüber wissen. Sondern muss genau das wissen, wer ist die Person, die man interviewt.
um mir dann was zu zeigen, wie sich das entwickelt. Also es ist so viel noch möglich. Es ist eine ganz bewegliche Form, das auch, ich nenne sie ja die offene Form des Fernsehspiels. Es ist eine ganz offene Form, die für alles, wenn sie gut gehandhabt wird, einzusetzen ist. Und da wird noch vieles passieren. Klingt spannend.